Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal bei Bencake28. Weiter geht's mit Stellaris von Paradox. Meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, wir finden uns im Kriegszustand. Und wir werden uns wehren. Wir haben Dornen. Ja, und sobald die Flotte einsatzbereit ist, werden wir uns einen frischen Dünger organisieren. So eine Einladung kann man schließlich nicht ausschlagen, wie sie die Kormath gemacht haben. Und entsprechend dessen, ja, wie soll man sagen, kommen wir sie besuchen, ne? Ganz kurz zur Erklärung. Ich hätte eine kleine Sekunde, glaube ich, weitergespielt, weil ich etwas aktualisiert habe bei den Spezies, welche Rechte die haben. Ich hoffe, dass das jetzt geklappt hat. Ich sehe auch ein komisches Ausrufezeichen. Ah ja. Ein Ereignis. Das war das, was getroppt ist. Entschuldigt, da hatte ich noch 2 Tage weitergespielt. Dann kam dieses Ereignis. Aus dem Orbit gemessene Dröhnen entstehen durch die Bewegung gewaltiger und uralter Geothermie-Extraktoren, die kurz vor der Fehlfunktion stehen. Diese vor langer Zeit gebauten riesigen Disintegratorenkomplexe pumpen seit jeher supraerhitzte Flüssigkeiten aus dem Planetenkern nach oben. Ihre Speicherkondensatoren sind alle defekt und leckgeschlagen. Etwas Energie konnten wir aber trotzdem noch von ihnen extrahieren. Hervorragend. Yes, 1000 Energie. Sehr nice. Perfekt. Pause ist noch. Okay, gut. Denn bevor wir jetzt in die Kampfsituation kommen, werden wir jetzt nochmal einen Anführer für unser starkes Schiff holen. Die Energie haben wir. Bronze Weed, jawohl. Perfekt, dann ist dieses kleine Schiff auch nochmal einen kleinen Tacken besser. So. Diese Nekrophagen hier haben mir die Grenzen geschlossen. Hatte ich das auch gemacht? Nee. Habe ich gemacht, alles klar. Also, nee, ist alles gut. Brauche ich nichts mehr machen, das wollte ich sagen. So, hier mal einen weiteren Gebäudeslot jetzt möglich. Ja, die Stabilität ist ein kleines Stückchen höher geworden. Wir müssen dann gucken mit den Dienstleistungen. Das ist halt schon etwas, was wichtig ist. Viele neue Gebäude haben wir halt leider nicht. Der Hydrokulturfarm machen Agrardrohnen, produzieren Nahrung. Gescheckte Nahrung ist 18. Und was ist der plus 1 und ein Shop Agrardrohne? Und dann sind es 2 Jobs. Das verstehe ich nicht. Warum das unterschieden wird in diese Nahrung und diese Nahrung? Das raff ich nicht, Leute. Das müsst ihr mal mir erklären. Mineralien haben wir genug. Legierungsgießerei haben wir auf dem Planeten auch. Die machen aus Nahrung Legierung. Mhm. Sie haben einen höheren Nährwert. Aha. Ach komm, wisst ihr was? Dann mache ich die jetzt mal. Ich mache jetzt die Nahrungsverarbeitungsanlagen auf dieser Welt. Keine Ahnung, ob das gut ist. Let's fetz. KTAB. Das ist meine Anomalie. Okay. Und weiter geht's. Entschuldigt bitte immer dieses Rumgeeier von mir. Ein atmosphärisches Ökosystem. Wie faszinierend, Leute. In der oberen Atmosphäre des Gasriesen Gosomir 7 haben wir ein üppiges Ökosystem entdeckt. Dort folgen gewaltige schwebende Kreaturen, deren Körper mit Treibgasen gefüllt sind, den Windströmungen. Sie nähren sich an der Energie, die durch die häufigen Gewitter auf dem Gasriesen freigesetzt wird. Diese Wesen wiederum unterstützen ganze Kolonien kleinerer Lebewesen, die Jagd auf atmosphärisches Plankton machen und aufeinander. Faszinierend. Durchaus denkbar, meiner Meinung nach. Oh. Der Bunkerbot, da kümmern uns jetzt gleich drum.
Das war hier, glaube ich, ja. Okay, wir haben die ungewöhnliche elektromagnetische Strahlung, die von Oshiki 1 ausgeht, bis zu einem geheimen unterirdischen Bunker zurückverfolgt, in dem sich ein Megacomputer von der Größe eines Kampfschiffs versteckt. Unsere Wissenschaftler vermuten, dass er schon seit mehreren tausend Jahren dort ist und seither an einem einzelnen komplexen Problem arbeitet, dessen Natur uns noch entgeht. Als die Crew versuchte, mit dem Computer zu interagieren, entdeckte sie, dass der scheinbar verlassene und unbewachte Bunker tatsächlich von einer Sicherheits-KI betrieben wurde, deren höchster Zweck darin besteht, seine Besucher lebendig zu verbrennen. Als die Crew die KI besiegte, sendet sie eine Nachricht an die unbekannten Empfänger. Nehmt den Megacomputer für die Teile auseinander? Nein. Benutzt sie, um unsere eigene Forschung zu fördern? Wir können aber auch die mysteriösen Berechnungen fortsetzen lassen und 200 Einfluss erlangen. Wir stören sie nicht und lassen ihn weiter berechnen. Wir nehmen die 200 Einfluss. 200 Einfluss ist eine Menge, eine richtige große Menge. Und von daher nehme ich die gerne an. So, eine Anomalie gibt es noch, die Level 4er Anomalie. Da gibt es doch was. Da gibt es mehr, als man sehen kann. Das wissen die Instrumente, zeichnen da irgendetwas Merkwürdiges auf. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Lohnt sich das, die Geheimnisse der Baol nochmal zu aktivieren? Leute, packt es mir in die Kommentare, bitte. Ja? Ich kann es nachgucken. Ich kann euch aber auch fragen. Ich entscheide mich jetzt fürs Fragen. So, ich sehe, die feindliche Flotte nähert sich. Mit einer großen Kampfkraft. Ich hoffe, meine Schiffe sind rechtzeitig zurück. Ja, ich kann es nicht ändern. Technology concealed. Eine neue Technologie. Ja, die Wachstumsgeschwindigkeit für Bewohner ist jetzt verbessert worden. Was war das jetzt nochmal? Partikelspezialist. Okay. Das sind 7000 Punkte. 7000 ist immer noch ein bisschen zu viel. Ne? Ah, das Verwaltungslimit. Effiziente Bürokratie. Das hätte ich gerne, meine Lieben. Staatskunst. Deal Termination. Da habe ich aber keinen. Der ist auch Forschungsmission der Thielwald. Dann lasse ich ihn das erstmal noch machen. Die Trümmer sind analysiert worden von diesem Schiff. Das ist gut. Jetzt wird's spannend, meine Lieben. Weg von hier. Aber schnell. Okay. Sie befinden sich schon an der Grenze. Ich schaue mir gerade die Flotte an. Okay. Die haben auch schon ein paar größere Kampfschiffe. Ich kann mir die Schiffe leider nicht angucken. Ihr dürft jetzt mal kurz hier die Flotte anschauen. Also das sind hier unsere Gegner. Sehr rustikaler Baustil. Befinden sich jetzt schon an der Grenze mit 1000, 2000, 2500, 2700 Kampfkraft. Das ist natürlich extrem mächtig. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir standhalten. Ja, da fehlt uns die Legierung für. Volle Aufmerksamkeit jetzt natürlich hier rein. Okay, eines der Schiffe ist im Mirsam. Wir werden zu spät eintreffen. Die kommen schon rüber. Sie sind jetzt schon am Rüberspringen. Und ich hoffe, dass sie große Verluste einfahren werden.
Schiffstrümmer haben wir in der Sonne entdeckt. Unsere Crew an Bord der Evergreen hat berichtet, dass das Schiffswrack von KTAB Ergebnis eines unerwarteten geomagnetischen Sonnensturms war. Das Versorgungsschiff hatte einen Totalausfall der Lebenserhaltung und erlitt so schwere Schäden, dass es manövrierunfähig bis in die Schwerkraft von KTAB driftete. Es gibt keine Überlebenden. Der Frachtraum des Schiffs enthält eine merkenswerte Menge an Mineralien. Jedoch warnt der Kapitän der Evergreener davor, dass die Schiffskonstruktion auf fexglanisches Design hinweist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mineralien der Klanga gehört und könnte daher verärgert sein, sollten wir die Sachen in Anspruch nehmen. Das ist mir egal. Wir brauchen diese Mineralien. Wir kriegen auch noch 10 Geheiminformationen über die Klanga. Und es wird ihnen missfallen, das ist mir egal. Die haben uns die Rivalität erklärt und ja. So, hier sind zum Glück auch noch 2 weitere Schiffe, die in der Lage sind mitzufeuern. Aber insgesamt ist die Kampfkraft geringer als die des Feindes. Ich habe die Geschwindigkeit jetzt reduziert und unser Raumhafen hat schon angefangen zu feuern. So. Gut oder schlecht, der Kampf geht los. Ich guck gleich, wie weit die weg sind. Aber ich werde jetzt nochmal mit dem Forschungsschiff hier arbeiten. Es sind halt so viele fummelige Kleinigkeiten, die ihr machen müsst. Ne? Das ist halt einfach das. Und ich optimiere das schon gerne. Ne? Die Prozente, die Dauer für die Forschung, die sind halt schon wichtig. Ne? Da geht es um Monate. Irgendeine Substanz haben wir da entdeckt mit metallischen Zusammensetzungen. Okay, alles klar, ich verstehe. Okay, dann geht's weiter zur Fetzzone. Wie weit sind die noch weg? Okay, beide Flotten befinden sich hart auf Kurs. Zuerst wird das große Kampfschiff eintreffen zur Verstärkung. Ja. Unsere Flotten hatten sich tapfer reingeworfen. Kommen doch recht schnell mit unserem Raumhafen. Werden die schnell fertig, sehe ich gerade. Das sieht gar nicht gut aus für uns. Warte auf die anderen. Es bringt nichts. Warte auf die anderen. Wo bleibt die Bouquet-Flotte? Ja. In geschützten Löchern überall auf der Oberfläche von Ushike 5 befindet sich ein reicherter Schlamm aus einfachen organischen Verbindungen, von dem unsere Forscher glauben, dass es eine Brutstätte für Abiogenese sein könnte. Die spontane Bildung von organischem Leben auf lebloser Materie wird erst durch die ungewöhnlich dicke Atmosphäre erreicht. Obwohl der Planet einige einzigartige Gelegenheiten zum Untersuchen besitzt, was die frühen Stadien des Ursprungs des Lebens sein könnte, wäre es am besten, unsere Erwartungen niedrig zu halten. Da es noch Millionen von Jahren dauern könnte, bevor es sich auf Ushike 5 Leben entwickelt, ist aber trotzdem sehr faszinierend natürlich. So, hier haben wir jetzt alles in dem System, alles klar. Dann. Wo bleibt die? Ach Gott, die ist noch nicht mal. Die PT-2 hat auf der Oberfläche von Raprix 5 eine längliche Metallkiste gefunden. Anordnungen kleinerer Perforationen auf 5 Seiten einer Kiste lassen Wissenschaftsoffizier Kaki Schut vermuten, dass die Kiste kein Container ist, sondern vielmehr eine Art Aerosol-Dispersionsgerät. Erste Tests erscheinen, seinen Verdacht zu bestätigen, da das Objekt noch immer
Aromate verströmt. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um festzustellen, ob dies ein Informationsträger einer Alienrasse sein könnte, die hauptsächlich durch das Ausscheiden und Aufnehmen von atmosphärischen chemischen Verbindungen kommuniziert, also Gerüchen. Übelriechend! Ja, danke. Ah, die springt jetzt, okay. Die Flotte springt jetzt. Ist das ungerecht? Und wir sind jetzt am Kämpfen. Jetzt heißt's alles oder nichts, meine Lieben. Our construction is complete. Our special project is complete. Okay, die Kiste ist tatsächlich eine Art Dokument. Wissenschaftsoffizier Kaki Shoot hatte auf historische Aufzeichnungen oder eine Art elementaren Kodex der noch unbekannten Kultur, die sie zurückgelassen hat, gehofft, wurde aber leider enttäuscht. In Wirklichkeit scheint es sich bei der Aromakiste um eine Sammlung relativ kurze Erzählungen zu handeln. Darauf lassen zumindest die schnellen Geruchswechsel vom Ende jeder Sequenz schließen, die wohl überraschend oder belustigen sollten. Die Techniken, mit der die bestimmten Gerüche gespeichert und reproduziert werden, sind einigermaßen interessant. Die erzählten Geschichten dagegen nicht. Die Besatzung der PT-2 bleibt das ungute Gefühl zurück, dass sie unbeabsichtigt hautnah erlebt haben, wie die gasförmigen Verdauungsnebenprodukte einer unbekannten Alienrasse riechen. Kaki Shoot will trotzdem nicht darüber spekulieren, weshalb die Kiste auf dieser gefrorenen Eishöhle vom Planet abgeladen worden ist. Interessant. Naja. Was ich auch interessant finde, unsere Flotte scheint den Kampf zu verlieren. Das scheint wohl gerade zu passieren, Leute. Da kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Produziere natürlich wieder nach, jetzt hier im Heimatsystem in Photonia. Und noch ist der Kampf ja nicht ganz vorbei. Wir hätten ihn gewonnen, wenn wir vor Ort gewesen wären. Ja, die gesamte Flotte verloren. Also ihr seht jetzt hier, der Feind besitzt immer noch mehr als genug Kampfkraft und wir wissen jetzt trotzdem nichts über diese Spezies, genau über diese Schiffe. Ne? Wir können die nicht an uns angucken, obwohl wir gegen die gekämpft haben. Und das ist etwas, was ich jetzt halt nicht verstehen kann, ja, an dem Spiel. Oh Mann, ey. Ja, unser guter Kreuzer ist jetzt weg. Ein Zerstörer wurde vernichtet und eine Korvette haben wir dabei platt gemacht. Okay. Was haben wir hier? Das war der andere Kampf. Hier haben wir eine Korvette, noch eine Korvette. Da haben wir nochmal 3 Korvetten verloren. Wir haben selber 6 Korvetten verloren. Wir sind auf jeden Fall unterlegen. So. Im Ingenieurbereich können wir auch wieder das nächste jetzt machen. Und da gehen wir jetzt tatsächlich auf die Metall-Keramik-Panzerung. Wir verbessern unsere Panzerung. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Habe ich einen Materialtypen? Nee, habe ich nicht. Okay. Das ist eine bittere Niederlage. Das sieht man schon. Wir haben mehr Kriegsmüdigkeit als die. Okay. Alles klar. Okay. Grauer Schleim. Nach eingehender Analyse hat Offizier Thiel Germination herausgefunden, dass die seltsame metallische Substanz, die die Oberfläche von Katea 6 bedeckt, tatsächlich aus Milliarden von Naniten besteht. Diese Naniten sind mikroskopisch klein, reproduzieren sich selbst und wurden vielleicht von einer früheren Zivilisation für einen unbekannten Zweck hergestellt.
Das Volumen und die Dichte dieser Nanitenschlamms ist bemerkenswert und fügt dem darunterliegenden Planeten mehrere Milliarden Tonnen Masse hinzu. Erscheint, als seien diese winzigen Selbstreplikatoren irgendwann in den Zustand außer Kontrolle geratener Reproduktion gefallen und haben durch den Planeten und alles darauf verschlungen. Durch die Untersuchung der Nanitenschlamms könnte unsere Crew einige aufregende neue Erkenntnisse gewinnen, die uns zweifellos unserer eigenen Forschung helfen werden. Okay. Hervorragend. Technology conceived. Also hier gehen wir zu dieser Werft, weil meistens dann nochmal so ein Schiff bei rausspringt. Hier werden wir nochmal eine Basis errichten. Und ab sofort müssen wir ertragen, was die Kamath mit uns machen. Baugeschwindigkeit planetar ist, wird jetzt erhöht. Ach, cool. Das haben wir bekommen. Ah ja, cool. Alles klar. Danke. Nehme ich mit. Ist ja so ein bisschen eigentlich eher eine Forschungswelt. Das darf ich nicht aus den Augen verlieren. Halt, das war falsch. Doch, war richtig. Hier kriegen wir nochmal Schwarmbauten hin, okay? Wachposten. An Angriffsarmeen brauche ich gar nicht denken. Okay, wir haben hier jetzt Verteidigungsarmeen. Okay, alles klar. Wie sieht es jetzt hier aus? Okay. Wir müssen die Wachposten auf jeden Fall hier bauen. Falls die planen zu invadieren. Ja, ah ja, okay. Also, ja. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, was soll ich sagen? Unsere Flotte war im Kampf unterlegen. Wir haben uns da unten freigeschossen. Hätten das eigentlich liegen lassen müssen und sofort umdrehen müssen. Das haben wir halt nicht gemacht. Und sprechen dieser Tatsache, ja. Haben wir Lehrgeld bezahlen müssen. Also unsere Flotten haben sich hier zwar nochmal zurückziehen dürfen. An dem Ausbau dieser Schiffswerft brauche ich jetzt gar nicht zu denken. Weins, es ist uns bekannt geworden, dass ein vermisstes klanganisches Versorgungsschiff auf dem Weg nach Vexla schwere Schäden erlitten hat und in den venesischen Stellaretopen Rom abgedriftet ist, wo es ohne Umschweife um seine Fracht erleichtert wurde. Dachtet ihr wirklich, dass dies unbemerkt bleiben würde? Klanga fordert die sofortige Rückgabe der Lieferung. Das können wir uns nicht leisten. Fertig. Ihr habt uns zum Rivalen erklärt und ihr bekommt von uns gar nichts. Mensch, waren wir fleißig. We flee the hostile.
Sora. Okay. Da sind also auch die Kristalle. Ja, und die machen uns jetzt einfach hier langsam platt. Unsere Überlebenden kehren zurück. Hey, wir hatten doch schon Rivalität. So, reparieren wir mal diesen ganzen Laden hier. Zwei Schiffe noch dazu und dann rücken wir wieder aus. Ja, ich weiß. Tja, das Spiel kann auch manchmal so ein bisschen nerven. Ja, jetzt werden wir auch natürlich diese Grenzstation hier verlieren. Das kann ich auch nicht verändern. Wie gesagt, ich würde jetzt keinen Cent mehr ausgeben da dafür. Ja, die bewegen sich schon darüber. Um diesen Bereich hier klar zu machen. Oh, das Konstruktionsschiff hat ein Problem. Wohin soll es fliehen? Tja. Construction is complete. Our construction is complete. Ist das alles ärgerlich, Leute? Ist das alles für mich ärgerlich? So, wir schließen jetzt endlich mal auch das Kruner-System an, was wir vor einiger Zeit ja entdeckt hatten. Wie weit ist denn jetzt die Schiffswerft? Was haben wir denn da Schönes entdeckt? Ein tropischen Mond, der Stufe 15, meine Güte, der ist fast so groß wie die Erde. Umkreist einen regelrechten Gesteinsriesen als Mond. Cool. Technology conceived. Los geht's, unsere Flotte startet wieder. Der Gegenangriff beginnt. Ja gut, jetzt habe ich die Überlichtinhibitoren. Die werde ich jetzt erstmal nicht einsetzen. Hilfsfeuerkontrollen wären nicht schlecht. Die Hyperantriebe wären auch nicht schlecht. Plasmawerfer machen was. Die zerfetzen feindliche Schiffe. Disruptoren machen was. Die durchschlagen Schilde. Ich glaube, ich nehme die Schildwaffen.
Ich nehme die Disruptor. Ich glaube, die werden wir jetzt gut gebrauchen können. Ja. Eine Alpinwelt. Asgard. Eine Wüstenwelt ist dort. Metallkeramikpanzerung, gut, die hätten wir jetzt noch echt gut gebrauchen können. Drehe ich jetzt dafür nochmal um. Fragen über Fragen, ich habe keine Ahnung. Die Weltraumtemperatur, das wären gut. Die Ionentriebwerke sind gut. Jetzt nehmen wir die gegossenen Kristallplatten. Soll ich nochmal umdrehen? Dann gehen wir kurz in den Schiffsdesigner. Jetzt hauen wir uns die Panzerung noch drauf, komm. Es macht unsere Schiffe einfach nur mal ein kleines Stückchen besser und wir waren dem Gegner derartig unterlegen, dass ich meine, dass es die richtige Entscheidung ist, das jetzt zu machen. Ich weiß, dass dieser Krieg noch nicht verloren ist. Er fängt halt nur schon mal miserabel an. Der Nachteil für den Angreifer ist, dass er halt auf irgendeine Art und Weise Verstärkung reinbringen muss. Und wir uns aus unserem System heraus besser verteidigen können, ja, aus unserem Heimatbereich. Wir müssen unbedingt die Eroberung des Gegners so schnell es geht wegbekommen, ja, weil sonst haben wir ein Problem. So, da haben wir eine neue Verteidigungsplattform und es ist dann der Symbotic. So. Schicke ich doch glatt meine Flotte wieder zurück. Aber das ist... Also ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist. Zu zögern ist es ja nicht. Sondern wirklich hier klein wenig mehr Chancen zu haben im Kampf gegen den Gegner. Admindarist. Die Anomalie, die in der Nähe von Duvix gefunden wurde, ist, wie unwahrscheinlich es auch immer zu sein scheint, eine Art Riss im Raum. Es ist möglich, dass diese große Masse von Duvix irgendwie dazu beigetragen hat, aber Genaros liegt außerhalb unseres Verständnisses. Der Riss bricht und blockiert nicht nur das Licht, sondern scheint es auch einzufangen und dann wieder hinauszuschieben, als ob es Photonen atmen würde. Es ist wahrscheinlich, dass diese immense Gravitationskraft des Risses auch bereits andere Dinge eingesaugt hat. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Bleibt wachsam, bis wir mehr wissen.
bleibt Bachsan, entsendet die Beobachtungssonde, um den Riss zu überwachen. Ausstellung des Spezialprojekts, einatmen, ausatmen, das machen wir so. Das erforschen wir natürlich. So. Wie weit sind denn ihre Eroberungszüge? Okay. Sie haben das alles erobert. Den ganzen, von mir aus gesehen, Osten. Jetzt machen wir noch den Monatswechsel, würde ich mal behaupten. Hier haben wir jetzt auch die Wachposten errichtet. Das ist gut. Die Verteidigung werde ich brauchen. Energienetze brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wohnungen und Dienstleistungen. Mhm. Ja, dieses Schiff kann ja nicht fliehen. Es ist ja Schach. Okay. Divine, wir haben zum ersten Mal ein richtig großes Problem. Also, ich möchte diesen Krieg nicht verlieren. Und ich weiß nicht, wann er wirklich faktisch vorbei ist. So wie es aussieht, ist er noch nicht wirklich vorbei. Okay, da haben die auch mal ein bisschen Federn gelassen. Und da haben die nochmal irgendwie Federn gelassen bei irgendeiner Weltraumschlacht. Ich weiß nicht, was das war. Die beiden Sachen haben mir richtig weh getan. Okay, wenn die Flotte jetzt gleich fertig ist, dann besitzt sie eine Kampfkraft von 1,4. Und muss ich dann gegen die 930er Flotte durchsetzen und nochmal eine 955er Flotte durchsetzen. Also die haben definitiv eine doppelt so starke Flotte. Wir hätten sie abwehren können, wenn wir da gewesen wären. Das war mit mir eine Lehre sein für die Zukunft. Es sind ehrenvolle Krieger. Man sieht auch, dass sie kämpfen können. Sie haben uns böse geschadet, sie werfen uns weit zurück, sie haben uns viel Ressourcen und Mineralien weggenommen, die wir jetzt nicht nutzen. Ich glaube, die kriegen sogar die, solange es besetzt ist, ich bin mir nicht mehr sicher, oder anteilig im Prozentsatz. Der Schaden ist massiv, den sie an unserem Reich angerichtet haben. Und ich habe groß gebrüllt, wir wollen uns Dünger holen. Ja, wir werden jetzt erstmal ganz schön gequält. Viele von uns sind gegangen, sind nicht mehr unter uns und das bedarf einiger Aktionen von uns, um diesen Schaden an unserem Biom wieder, unserem Schwarm wieder zu negieren, eine ganze Weile. Und ich hoffe, dass unsere Flotte so stark ist, dass sie mindestens eine der beiden Flotten jetzt besiegen wird. Und dass wir Galamun wieder befreien und reparieren können, damit wir von dort aus weiter zuschlagen können. Drückt mir die Daumen, Leute. Wir haben ein Problem, aber wir werden das meistern. Da bin ich überzeugt von. Tipps und Tricks in die Kommentare. Sagt eure Meinung dazu, wie es läuft. Und ja, ich freue mich. An der Stelle wollte ich einen Cut machen, werde ich nicht tun, weil das ist viel zu spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.